Ich habe dieses alte, merkwürdige Buch gefunden. Es ist ja voll mit symbolischen Zeichen. Vielleicht war es eine schlechte Idee, es zu lesen. Ich fühle eine böse Präsenz. Ich sollte nach Linda schauen, der neuen Sekretärin. Ich hoffe, ihr geht es gut. The Book. Ja, den ersten Part konnte ich leider nicht vollständig lesen, aber da stand irgendwie sowas. Ja, das Buch ist voller teuflischer Symbole und satanistischen Zeichen und so weiter. Ja, so viel zur Anleitung und zur Story. Und ja, damit, was geht und willkommen zurück auf meinem Kanal zu, ihr habt es bereits gelesen, The Book, einem weiteren Indie-Horror-Game. Ohne Startmenü geht gleich direkt los ins Game. Es ruckelt gerade sehr, sehr dolle. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so schlimm. Hier haben wir im Spiel die Steuerung. Rechte Maustaste zum Zoomen, F für die Flashlight. Die haben wir aktuell noch nicht. Das steht ja auch, when you have it. Ansonsten Shift to run, E to interacten. Hier haben wir schon einen Schlüssel. Don't need the storage key right now. Okay, also den brauchen wir jetzt nicht. Wahrscheinlich aber später. Hier haben wir das Buch. Sehen wir schon hier. Baphomet. Oder wie der auch heißt. Baphomet. So, gehen wir mal raus. Und ja, sehr dunkel auf jeden Fall. Hier aber... der Lichtschalter schon gut beleuchtet, das ist doch wunderbar. Wir sind übrigens hier Hausmeister in dieser Firma und sollen jetzt hier nach Linda gucken, einer neuen Sekretärin. Uns das gönnen. It's too heavy, I need a tool to move it. Müssen wir das hier bewegen? Okay. Es ist sehr, sehr ruckelig. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so schlimm. Find the storage key, ja. Den Key haben wir doch bereits gefunden eigentlich. Ich glaube, das Blut gehört hier nicht hin. Linda, bist du da drin? Bist du okay? Was ist mit Linda? Komm da aktuell leider nicht rein. Linda? In the basement, im Keller, help me. Oh, wir haben ein... Ah, wir haben so eine Brechstange, wahrscheinlich um die Automaten zu bewegen. Oder die Tür aufzubrechen. Went to the bathroom, we'll be right back. Ah, okay, das hätten wir vorher lesen sollen. Ich bin ins Badezimmer gegangen, ich bin gleich da. Max Horror, das ist auch so ein Easter Egg. Der macht hier immer so Werbung in eigener Sache. Finde ich cool. Was auch immer das gebracht hat. Sehr ruckelig auf jeden Fall. Bevor wir da lang gehen, will ich erstmal den Storage Key holen. Okay, den brauchen wir aktuell nicht, weil ich dachte, wir kommen dann durch diese Tür. Aber das brauchen wir wahrscheinlich erst später. Eine blutige Hand. ja, ich würde sagen, Max Horror, du weißt auf jeden Fall, wie man Horrorspiele entwickelt. Okay. Puh, kriegt man schon leichten Schauer. Also sehr viele Wege auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo ich zuerst lang... Okay, hier kommen wir wahrscheinlich... Ein Nies, okay, ich muss... Okay, eine Axt, die können wir aber nicht aufnehmen. Leider, schade. Wir müssen also den Strom für den Aufzug anstellen. Gibt es hier ein... Wir haben immer noch keine Flashlight, ne? Ja. Ah, okay, jetzt müssen wir unsere Flashlight holen vom Locker Room. Da wissen wir ja bereits, wo der Schlüssel ist.
Und der Locker Room ist hier. Oh, hier wird mit Sicherheit irgendwas drin sein. Useful. Nehmen wir mal mit, warum nicht? Aber wo ist die Flashlight? Okay. Keine Flashlight, okay. Die Flashlight vielleicht hinter den Automaten. Locker Key? Hä? Der Locker Room? Das ist. Ah, hier, ne? Ah, okay. Dann pick mal bitte die Flashlight auf. Das würde ich auch gerne mitnehmen zum Schutz, aber geht leider nicht. Hier steht ja auch Remember Key Behind the Vending Machine. Ah, okay. Wir lesen die Notizzettel erst, nachdem wir das eigentliche getan haben. Hier ist der Generatorraum und hier wurde die Tür aufgebrochen. Okay. Oh, the lever ist. Ah, okay, der Schalter ist nicht da. Den müssen wir wahrscheinlich von dort hinten holen. Do not enter. Ah, ist schon geil gemacht. Und jetzt gehen wir. Linda? Oh nein, Linda. Oh nein, ich muss hier raus. Das nehmen wir erstmal mit. Dankeschön. Und dann, let's go. WTF. Okay, bitte schnell. Zack, zack. Okay. Wäre so krass, wenn die jetzt da hochkommen würde. So, wo war der Aufzug nochmal? Hier, ne? Komm schon, Junge. Beeil dich. Das ist eine Cutscene. Thank you for playing. Das war The Book. Ja, war echt geil gemacht. Also dafür, dass es halt eins seiner ersten Projekte war, um halt einfach mal mit der Unreal Engine klarzukommen oder ein bisschen auszutesten, war es echt geil. Also, er versteht auf jeden Fall was von Horror. Ja, ich hatte Spaß dran. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich spiele auf jeden Fall mehr von ihm. Er hat auf jeden Fall viel mehr Spiele auf itch.io. Die werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen und auf den Kanal bringen. Und ja, hoffentlich seid ihr dann auch dabei. Bis dahin. Ciao.